Adventures of Graf in Holiday. Schaut euch diese schöne Allee an. Und da hinten das Monument. Der Monolith, der uns alle steuert. Wirklich schön hier. Moment, ich muss kleiner machen. Lauter so kleine Hütchen, das waren mal Eisdielen. Aber die bringen kein Geld mehr. Das ist halt schade. So, auf den Weg zu Hause fährt unsere Fähre ein. Eine 50 Jahre alte Fähre. Da werden wir jetzt mit rüberfahren. Nachdem wir von der Fähre abgefahren sind, nochmal ein sehr, sehr idyllisches Dörfchen. Sieht ein bisschen kubanisch aus, ich weiß nicht warum. Zigarre. Wunderschön, solche Statuen. Wow, der Hammer. Ich habe da erst Toilet gelesen und dachte, das ist eine Toilette. 1687. Willkommen. Leider bin ich zu spät gekommen. Wir haben jetzt gerade was gesehen, das ist leider schon vorbei. Da kam ein T-Rex und hat dann einfach hier mal reingekrallt. Einfach Wahnsinn. Riesentier war das. Hat er fett seine Kralle durchgezogen. Wahnsinn. Hier mitten in der Stadt ein Spielplatz. Dann hier alles schön antik. Erinnert ein bisschen so an eine Westernstadt. Wirklich toll. Oh, erste Bank. Passage an. Schaut euch diese Einkaufspassage an. Ein Traum. Umgebaute kleine Passagen. Wunderschön. Innen diese schöne Bauanlage. Ich nehme mal, das wurde umgebaut. Und war dann vorher so eine kleine Lazy Town. Sehr, sehr schön. Prachtvoll, wunderbar. Hier würde ich gerne shoppen gehen. Touristenpassage entlang. Und auch hier, nicht nur in Deutschland, nicht nur im Westen, die Videotheke hat zu. Die Videotheke ist leer, oh nein. Non-Stop-Videotheke, ja von wegen. Das ist ja krass. Wie bei uns, Videotheken sind zu. Ein Jammer. Ja, und auch hier in Ungarn. Alle Videothekas zu. Schade, Mann. Jetzt wäre ich gerne reingegangen. Wir haben ein Spielzeuggeschäft. Touristengeschäft. Ah, Bootlegs. Eine Axt. Und guck mal hier. Für die Folkfreaks gibt es hier diese Dinger als Teppich. Oh, der Preismeister. Wie viel kostet der? Wo ist der Preis? Auch in Blau. Wie viel kostet er? Keine Ahnung. Halt mal. Da ist nochmal der X-Warrior. Ist auch nochmal so ein Transformer verschnittes Bild. Sieht cool aus. Aber wir haben schon einen, das reicht. Kostet der 799? Ja. Dann nehmen wir beide. Nehmen beide Preismeister mit. Dann nehmen wir. Halt mal. Das ist dein Sohn. Nimm, halt mal, ich habe das Handy, ich filme. So. Oh, das ist cool. Puh, zu teuer. Was für zu teuer? Ja, schon mal 494. Ich kaufe das. Nee. Oh, Fingerdinos. Können wir für Ding nehmen. Für die Fright Zone. Die neue Fright Zone. Ja. Und hier. Hähnchen. Das ist mal ein großes Raumschiff. Wieder ein Bootleg. Battle, the Rise of Battle. Ein Sturmtrupper. Oh Gott. Der schaut ja aus. Oh, da gibt es eine ganze Sorte von. Oh, mit Riesenbazookas. Alter Schwede. Größte Enttäuschung. Von der Ferne hat es ausgesehen wie Schokolade. Oh nein. Aber guck mal. Bubblegum Choker und Bubblegum Counter Strike. Bubblegum Counter Strike. Gondola.
Board. Aber nur Bubblegum. Ah, verdammt, ich brauche die Schokolade. Leute, das ist der Aufruf. Schickt mir Schokoladenzigaretten. Schneckeninvasion. Dieses ganze Ding hier, das ist einfach nur so ein Straßending. Es wird Schnecken invasiert. Obwohl hier überhaupt kein Meer ist oder so. Also das ist einfach mal eine random Schneckeninvasion. Irgendwo anders die Straße. Also alle anderen sind frei davon. Aber das ist von Schnecken übersät. Keine Ahnung, was da los ist. Auf einen ungarischen Markt. Das ist so ein kleines Mini-Flohmarkt-Spezial. Und hier gibt es aber allerdings, muss man dazu sagen, fast nur Neuware. Oder halt so typische Handwerkssachen. Das ist halt typisch für hier. Oh, so ein cooler Retro-Radio ist cool. Mal gucken. Ich habe hier bereits etwas richtig Retro-lastiges gefunden. Einen Bärenhonig in der Bärenspendebox, den nehme ich auf jeden Fall mit. Dann ist natürlich Radios sehr beliebt, da gibt es sehr, sehr viel. Uhren. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwelchen Bootleg-Stuff finden, das wäre unser Begehr. Mal gucken. Naja, hier hauptsächlich so Handwerkszeug. Viel lässt sich da nicht rausschlagen. Es ist halt auch so in Ungarn Spielzeug, eher so Gartenspielzeug, wenn überhaupt. Die Kinder spielen hier halt noch richtig. Ich muss auch sagen, ich habe hier auch noch kaum Kinder an dem Handy kleben sehen. Ja, hier ist eigentlich wirklich nichts. So ein Jojo. Ja, sogar ein Bootleg-Jojo. Ganz typische China-Ware. Aber so Figuren und sowas sieht hier mau aus. Mal gucken. Wir sind noch nicht durch. Was haben wir hier? Das sieht mir mal interessant aus. 95 in 1. Made in China, Bomberman, Tom and Jerry, das ist interessant, aber wir haben dazu keine Konsole. Ich weiß auch nicht, zu was das gehört. Very interessant. TV-Game, also das ist das Gerät, wo das reinkommt und da gibt es dann verschiedenste Spiele, sieht man auch Tekken, Turtles. What is the price? £7,000. Okay. Das ist TV-Game. Das ist schon sehr interessant. Vor allem wir haben hier Turtles. Das ist schon interessant. Street Fighter. Das ist der geile Scheiß. Das ist der geile Scheiß. Teletubbies. Oh Gott, ich will wissen, wie Teletubbies ist. Vor allem, es gibt 4 in 1 Spiele und es gibt 95 in 1 Spiele. Das sind, oh, hier, 3 in 1, 3 Turtles Spiele. Oh, 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 oh. Oder 99 in 1. 9. Oh my fucking God. Da ist sogar Street Fighter, aber mit Fatal Fury Figuren drauf. Das ist sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. 7000 Forint ist schon eine Stange Geld. Pokémon. Nochmal Turtles. Ganz viele Mario-Spiele. Ob die halt funktionieren. Oh, Robocop. Ohne Ende Robocop. Wow. Very interesting. Aber hier ist schon alles drauf, heißt es hier. Ah ja, hier ist so ein Cardage. Darum kommt das rein. Ah, das ist echt gut. 7000 Forint muss man mal berechnen. 400 Forint sind circa ein Euro. Dann sind wir hier bei 10, ja, circa 20 Euro. Also der Kurs ist ein bisschen niedriger, also 375 Forint. Das prickelt mir jetzt in den Fingern. Was ist los? Ist aus. Was ist aus? Nein? Ja, mach mal einen Schutz aus. Ich muss mir das überlegen und der Junior will was von mir. Moment.
Haben wir auch nochmal so ein Ding. Brick Game, naja, das ist einfach nur Tetris. Da fand ich die andere Konsole interessanter. Müssen noch schauen. Oh, da wollen wir das Thema Spielzeug kontrovers hatten mit dem gefährlichen Spielzeug. Das wird hier einfach so verkauft. Ich meine, so ein Harpienmesser ist schon cool. Hat Stil. Kostet auch nicht so viel. Das da hier dürfte ich nicht mal nach Deutschland einführen. Das würde Probleme geben. Das ist verboten. Verboten. Aber das ist ja halt noch normales Spielzeug. Ja, wir schauen mal weiter. Spielzeug, schau dir das an. Die perfekten Bootlegs. Hier haben wir Leatherhead. Chickenhead. Oinkman. Und Panda aus Tekken. Hier haben wir dann noch so eine coole Pistole. 1500 Forint. Eine Zielsuchvariante. Eieiei, ganz schöner Schrott. Also, hier gibt es wirklich nur Schrott. Ich bin bei der Konsole am struggeln. Aber ich glaube, die finde ich auch an jedem Tschechenmarkt. Ja. Was ich noch entdeckt habe, gibt es ja noch gar nicht bei uns. Super Mario 10, Super Mario 11, Super Mario 14. Tatsächlich mir auf die Brust klopfen. Ich habe mich entgegen diesen Kauf entschieden. Sogar gegen einen Cardage, weil ja, es kostet zwar nur 1 Euro, aber nee. Es ist einfach zu billig. Es ist Bootleg-Shit, aber ich, nein. So. Jetzt habe ich mal kurz einen Zwischenstopp gemacht. Hier in Ungarn gibt es sie noch. Und das hier ist sogar von der Telekom. Wahnsinn. Schaut euch das an. Das T-Zeichen. Und es ist eine Telefonzelle. Bei uns in Deutschland gibt es vielleicht noch, ja, 10 Telefonzellen. Und hier kann man sie noch richtig reinstellen. Abheben. Na, hört ihr das? Es ist eine echte Telefonzelle. Es hat auch noch diese ganz typischen Zeichen, wie es benutzt wird. Münztelefon, kein Kartentelefon. Hier kann man sein Geld rubbeln. Wahnsinn, das ist richtig toll. Und die Telekom ist das tatsächlich. Hier machen die noch Geld mit den Zellen. Aber sieht schon sehr, sehr krass aus. Also die ist ja ultra alt. Wir schauen sie nochmal von außen an. Von allen Seiten hat er den Griff. Der hat schon die besten Tage hinter sich. Ah, das ist ja krass. Eine Telekom-Telefonzelle. Das ist einfach nur heavy. Da lebt eine kleine Schnecke. Wunderschön. Gefällt mir. Mal kurz die Kamera überprüfen, weil mein Display ist hier so verblendet, dass ich nichts sehe. Muss mal kurz gucken, ob es aufnimmt. Ja, in Ungarn gibt es noch die Telekom-Telefonzelle. Zwar eine andere Farbe und ein bisschen heruntergekommen, aber sie ist da. Ja, dann gehe ich jetzt mal rein. Und 090. Gemütlich unterm Baum und der Laterne am Strand liegen, im Schwimmbad. Oh, herrlich. Herrlich, Leute. Gönnt euch Urlaub.